Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Sisi und ich bin gerade auf Tour mit meinem neuen Projekt hier in der Schule. Leute, und das ist kein Prank, das ist mein voller Ernst, das könnte auch eure Schule sein. Hi, Sisis Gender Channel is in the house. Hashtag Sisis Gender Channel. Ich schreibe euch das mal hin, damit ihr das nie wieder vergesst. Wisst ihr, was das Erste ist, was ich morgens mache, wenn mein Wecker klingelt? Ja, ich check meine sozialen Netzwerke ab. Das ist krass, oder? Das läuft voll unterbewusst ab. Was für Scheiße einen alles beeinflussen kann. Das Ding ist, das Ganze fängt schon in der Schule an. Hast du schon mal erlebt, dass jemand sagt, so oh, typisch, ist ein Mädchen, ja? Aber Jungs gibt's auch, oder? Ja, was ist denn so typisch Jungs? Jungs, die sind eher so emotionaler unterwegs, ja? Typisch Mädels. Wenn Mädels ein Problem haben, ja, dann klären die das gleich. Wie richtige Mädels eben. Spaß beiseite. Back to business, Bitches. Was ist denn, wenn ich mich weder rosa noch blau fühle? Penis oder Vagina? Vagina. Und wenn ich diese ständig gleichen, sich immer wiederholenden Bilder auch einfach satt habe? Vagina. Was das für uns als Geschlecht bedeutet, das lernen wir dann erst so im Laufe des Lebens. Also lernen wir quasi so unsere Rolle zu spielen, unsere Gender-Rolle zu spielen. Ist nicht die eigentliche Aufgabe, rauszufinden, wer man selber ist oder wer man eigentlich sein möchte? Und das sind jetzt irgendwie auch alles ganz schön viele Themen und Fragen. Hashtag Brainfuck. Sisis Gender Channel stellt Fragen und ändert Regeln.